Ja, cool. Dann machen wir direkt weiter. Komisches Level. Ja, also manche Level sind wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und jetzt haben wir einen Blue-Plattformer. Die mag ich ja an sich immer. Und ja, meistens sind die auch gut. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Okay. Bitte. Nice, nice, nice. Ja, oh mein Gott. Huiuiui. Den Gumba hatte ich sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr knapp war das mit dem Gumba. Oh mein Gott. Okay. Das war gerade auch sehr knapp. Aber wir leben noch. Luigi macht einen echt guten Job bisher, muss ich sagen. Shoutouts an Luigi. Und wir bekommen den Clear, aber keine Leben. Ah, das ist immer ärgerlich. Normalerweise bei den Blue-Plattformen kriegt man immer Leben, aber hier leider keins. Warum kann ich einfach bis morgen warten? Mit dem Böllern? Ja. So ist das halt, ne? Ah ja gut, ich habe jetzt auch nichts dagegen. Mich nervt's halt nur ein bisschen. Aber gut, das ist eigentlich jedes Jahr so. Oh Gott. Und ich bleib einfach daheim und dann passt das schon. Frag mich, warum die nicht erst einen Tag vorher verkauft werden. Naja, dann wäre ja noch mehr Stress. Also ich habe ja schon so einige Sachen gesehen auf Twitter. Ja, auf Twitter sieht man immer die Extremfälle. Aber da ging es schon teilweise ab. Also wie bei der Fütterung von Wildtieren wurde da teilweise umgegangen. Also das war schon teilweise echt. Der eine oder andere Clip war schon teilweise echt gruselig. Oh ja, klar, die Leute wollen halt ihre Zeugs haben. Und ja. Oh, das ist schon super krass. Okay, ich glaube, die sind nicht synchron. Ja, als ob ich da nach oben kann. Oh mein Gott. Roll mich jetzt bloß nicht, ey. Roll mich jetzt bloß nicht in den Tod. Eigentlich kann ich mit dem Trampolin das One-Up sicher holen, aber es geht auch so. Perfekt, perfekt, perfekt. Blaster, der dem Ziel wäre ekelhaft gewesen. Ja. Ich hätte mir durchaus einen Troll hier vorstellen können. Aber zum Glück nicht. Warte, wir drücken die so von oben. Ja, wir müssen eigentlich erstmal die abrasieren und dann können wir den Rest machen. Und vielleicht sogar noch die Münzen mitnehmen. Genau. Ja, geh mal rein. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich nochmal umbringe, um noch ein Leben durch die Münzen zu bekommen, aber nee, lohnt sich nicht. Normal House. Okay. Normal House auf Expert. Wahrscheinlich aufgrund der Länge, nehme ich mal an. Und ja. Mal gucken, was hier so abgeht. Ach, da oben. Okay. So, normalerweise mag ich ja solche Level. Normalerweise. Und wir kriegen 3 Leben. Ja, da sage ich nicht nein. Bei 3 Leben? Nö. Da sage ich nicht nein. Das Ding ist, hier sind überall brüchige Wände. Ich kann mir vorstellen, dass ich da später mit Link irgendwas machen muss. Oder keine Ahnung. Bin gespannt. So, ich kann hier hinten durch. Jawohl. Ein interessantes Level bisher. Buh. Ja, wie komme ich hier hin? Ah, mit Trampolin. So, noch frage ich mich aber, wo man hier sterben kann.
bisher sieht das jetzt eigentlich noch so aus, als ob man... als ob man hier gar nicht sterben könnte. So, muss ich irgendwo rein? Okay. Kann ich jetzt hier wieder zurück? Ah, nee, nee, hier oben kann ich rein. Irgendwas muss es ja geben, was dafür sorgt, dass die Leute hier sterben. Bin gespannt. Aber bisher ist das ein gutes Level. Da kann ich nicht meckern. Aber überall diese brüchigen Wände. Gucken, ob ich gleich einen Link bekomme, aber... irgendwie glaube ich, dass ich keinen mehr bekomme. Ne, wir kriegen keine Feuerblume. Ich denke, das ist schon beabsichtigt. Jawohl. War das auch wieder so ein Monster? Ah, die Blume kriegen wir jetzt. Okay, nice. Dann gehen wir hier nochmal rein, würde ich sagen. Okay. Ich glaube tatsächlich, dass das auf Expert ist aufgrund der Länge. Ja. Ja, 100 pro. 100 pro aufgrund der Länge. Schlüssel, nice. Aber sterben kann man bisher nicht so wirklich. Okay, Finale. Vielleicht gibt es jetzt einen Bosskampf, wo man sterben kann. Das kann sein. Run. Oh ja, okay. Okay, ja gut. Das plus die Länge macht dann wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad aus. Okay. What? Oder eine unfaire Stelle am Ende. Das geht natürlich auch. Oh mein Gott. Ah, ich bin jetzt hier. Okay, ah nee, das war ein gewollter Tod, glaube ich. Okay, okay. Wahrscheinlich, wenn man da gewartet hätte, dann hätte man wahrscheinlich den normalen Exit gefunden. On-off Speedrun. Von Kyoya. Bei Kyoto. Okay, let's go. Okay. Das kann ja nicht mehr so lang gehen. Let's go. Oh ja. Ja, moin. Oh, wir hätten es vielleicht sogar noch geschafft. Okay, das Ende war ein bisschen komisch. So, und jetzt schaffen wir das hier. Ja, second try. Leider keine Leben, aber passt schon. Wobei, ja, so langsam komme ich unter 50 Leben, ne? Das darf nicht passieren. Noob, noob. Okay. Mal tiefer. Oh, die Länderflagge, die sagt mir irgendwas. Aber ich kann sie gerade nicht zuordnen. Vielleicht aber jemand von euch. Naja, woher kommt diese Flagge? Woher kommt diese Flagge? Es könnte irgendwie sowas wie Malta sein oder so. Kolumbien. Okay. Kolumbien. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott, warum macht man Speedrun und muss dann abbremsen? Genau, hier runter. Diesmal sterbe ich nicht nochmal. Und dann geht's hier weiter. Ja, ja, hier war der Troll. Oh, ist das gemein. Gemein. Jetzt kann ich halt keinem Schalter mehr vertrauen. Das ist, blöd. Gefällt mir nicht so sehr. Aber solange es genug Zeit gibt, ist das okay. Und ich glaube, das war's, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, hoch genug, um ins Ziel zu können, ne? Theoretisch hätte ich da auch schon vorher hingehen können, ja. Ja, theoretisch hätte ich gar nicht in die Röhre gebusst. Okay, gut. Ja, kriegen wir immer ein Leben. Und ja, vielleicht sind da noch unsichtbare Blöcke gewesen, die das verhindert hatten, aber... glaube nicht. Dark Castle. Okay. Na, wirklich dark ist das nicht, aber... wir spielen's mal.
Ja, oh mein Gott, ich dachte mir schon. Oh shit, das wird nichts mehr. So, jetzt Beeilung. Perfekt. Welchen Pilz? Nee, natürlich nicht. Aber ein paar Coins für die Wartezeit. Das ist okay. Pilz? Kein Power. Jetzt wird's dunkel, oder? Ja. Ich mag keine Dark Level. Aber es ist anscheinend fair gebaut. Das ist in Ordnung. Das kriegen nicht alle hin. Okay. Das Gute ist, ich kann schon mal nicht mehr in den Abgrund fallen. Okay, nice. Ja, doch, das ist gut gemacht mit dem Blitzeffekt. Definitiv ist das gut gemacht, ja. Gefällt mir bisher. Aber ich hoffe, es kommt dann jetzt kein Blödsinn. Oh mein Gott, ich wäre hier fast dran gegangen. In die Stacheln. Luigi. Okay, Luigi mag diese Stacheln anscheinend sehr gerne. Ist nicht gut, Luigi. Ja, warum macht er hier eine Zielbedingung rein? Das verstehe ich nicht. Ich meine, er kann doch einfach dem Levy einen Schlüssel geben und eine Schlüsseltür setzen. Aber nein, man muss ja unbedingt eine Zielbedingung machen, damit man keine Checkpoints machen darf kann. Oh mein Gott. Okay, Pick a Path. Ich denke mal, beide Wege sind richtig. Wobei, ich glaube nur der ist richtig, keine Ahnung. Oh mein Gott, warum ist das so unangenehm jetzt? Also das Level war eigentlich bisher echt cool, aber das hier gefällt mir gar nicht mehr. Das passt halt auch gar nicht zum Rest des Levels, ne? Oh mein Gott, Luigi, pass auf. Das passt überhaupt nicht. Leben gibt's natürlich auch keine. Oh mein Gott, okay. So, okay, jetzt müsste ja eigentlich der Levy kommen. Lava steigt, aufpassen. Was, oh, ist das gemein? Das ist gemein. Jetzt weiß ich nicht. Ja, ich will nicht übertreiben mit der Geschwindigkeit. Pilz? Feuerblume, danke. Sehr gut. Und der stirbt nicht einfach so. Ja. Also die Zielbedingung ist kompletter Quatsch eigentlich. Aber die Zielbedingung ist sehr häufig Quatsch, muss ich sagen. Oh mein Gott. Come on. Ja, den besiegen wir. Ich überlege mir auch, das rauszuschneiden. Weil, ja, hier kann ich eigentlich nicht sterben, ne? Aber, ja, egal. Passt. Und wir machen weiter mit dem nächsten Level. Ich glaube, der Japaner meint Fun. Mal schauen. 32 Sekunden. Let's go. Okay. Wow. Ich sollte vielleicht nicht zu schnell durchrushen. Andererseits, ich liebe es, schnell zu spielen. Okay. Oh mein Gott! Toasty! Toasty, vielen, vielen Dank für deinen Sub im 12. Monat. Dankeschön. Und ja, Subs sind gerade 25% günstiger. Sowohl Gifted Subs als auch selbstständige Subs. Von daher, wenn ihr irgendwas giften wollt, ne, dann sind jetzt so die besten Tage dafür. Und diesmal habe ich es ein bisschen früher erwähnt. Und ja, Toasty, vielen, vielen Dank. Und schön, dich zu sehen. Auch ein Jahr jetzt dabei als Sub. Vielen, vielen Dank. Und hier rein. Okay. Okay, na, oh mein Gott, ich springe hier komplett dumm rein. Oh mein Gott, das war dumm. Okay. Ja. Mit Damage pusten einfach. So, kriegen hier den Pilz. Danke. Und dann kommen wir hier weiter durch. Okay, man kriegt hier ständig einen Pilz. Alles klar, und suchen wir Luigi. Luigi, please. Was ist mit dir los? Hier bitte keinen Schwachsinn machen, Luigi.
Ich hoffe, ich muss den Schalter nicht drücken, aber ich denke, das ist egal. Ja, okay. Passt. Wir haben die drei Leben eh. Ein sehr komisches Level, aber... Hat gepasst, sehr gut. 10 Sekunden Speedrun von Kyo, Suke. Okay. Oh mein Gott. Ja, wohin muss ich denn jetzt? Muss ich hier rein? Ich hasse das, wenn ich nicht weiß, wohin ich muss. Ich denke mal, ich muss da so unten durch. Dann in die Tür. Ja, und dann gibt's dann den Pilz. Das Problem ist, wohin dann? Weil nochmal da unten durch die Kreissägen, das wird ja dann schwierig. Ich hab an sich eine Idee. So, hier durch, oder? Ah ne, hier durch. Oh mein Gott. Ja. Okay, let's go. Jetzt haben wir genug Zeit. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich die Wolken kaputt machen kann, aber nö. Die kann ich nicht kaputt machen. Okay, gut gemacht, Luigi. BOTW Great Plateau. Das ist wahrscheinlich ein sehr langes Level. Ja, aber soll ich das spielen, Leute? Also das ist wahrscheinlich ein cooles Level, von daher, wir spielen es mal. Das war unfair. Okay, noch so eine Stelle und ich skip's. Krieg ich noch ein Schwert? Das wäre ganz cool, wenn ich noch ein Schwert kriegen würde. Ich glaube, ich krieg kein Schwert, ja. Doch, okay, nice. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Und ich denke mal, wir müssen drei Schreine machen. Okay. Schauen wir mal. Ah, really? Okay, das geht immer wieder direkt zurück. Warum auch immer. Kann ich hier eine Bombe hinlegen? Yes, okay. So, ich denke, wir werden hier einen neuen Rekord aufstellen. Denke mal. Was? Ich habe einen Schlüssel. Kann ich nicht jetzt einfach wieder zurück? Das muss ich jetzt natürlich ausprobieren. Ich kann auch einfach zurückgehen. Oder nicht? Ja, okay, das hat nichts zu bedeuten. Oh, ich cheese das Level, Leute. So, ich mach das einfach so. Ich cheese das Level, Leute. Wer muss schon alle Schreine machen, ey? Ich doch nicht. Oh Gott. Okay, sehr gut. Checkpoint brauchen wir nicht. Jetzt halt die Frage, ist das das Ziel oder nicht? Ich denke tatsächlich, dass das Ziel ist. Von daher gehen wir mal da rein. Wir cheesen einfach das Level. Und... Oder auch nicht. Oh no. Okay, eventuell müssen wir da nochmal reingehen wegen der Red Coin. Schade, ich hab mich jetzt richtig gefreut, dass wir das cheesen und dann sowas. Okay, schade. Ja, wenn so müssen wir gleich dann nochmal rein. Mal gucken. Ja, passt. Und... Wir warten einfach. Warte, warum ist jetzt diese Musik hier die ganze Zeit da? Das gibt doch keinen Sinn. Okay, das ist komisch, dass die Musik jetzt die ganze Zeit da ist. Kein Käse, ne. Leider nicht. So, aber hier. Den muss ich doch töten, ne? Ja, für den Schlüssel. Genau. Perfekt. Okay, dann kriegen wir die Red Points.
da nicht raus. Okay, das ist gut. Das heißt, ich muss nicht nochmal in den einen Schrein zurück. Das ist die Frage. Ich denke mal, ich muss da runterspringen. Man kann da runterspringen, hoffentlich. Jawohl. Okay. Wäre blöd gewesen, wenn nicht. Und Flo, willkommen im Stream. Guten Abend. Nein, oh mein Gott. Weil das machen wir später. Die holen mir später die Coin. Ja, es muss ja nicht immer Käse geben, ne? Hm. Käse ist zwar schön, aber man braucht den nicht immer. Ja, nice. Jetzt fehlen, glaube ich, nur noch die Red Coins, glaube ich. Kann ich den nicht da reinhauen? Doch. Sehr gut. Weil hier ist wahrscheinlich noch ein Schrein. Versteckt. Ah, nicht hier oben, oder? Nee, aber hier unten. Und hier noch eine Red Coin. Okay, die nehmen wir natürlich auch mit. Ich denke, dann bin ich durch. Ich hoffe, ich schaff's, weil, ja. Man kann hier durchaus mal einen Timeout bekommen bei den Link-Leveln. Aber ich denke, es klappt. Ich denke, es klappt. Oh, das ist eklig. Aber ich habe einen Helm. Ich habe einen Helm, zum Glück. Ah, diese Musik. Soll das so sein? Weiß nicht, ob das so sein soll. Ist die Musik die ganze Zeit so läuft? Das ist irgendwie komisch. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bug ausgelöst, oder? Nee. Eigentlich nicht. Und mir fehlt hier der Schlüssel. Ah, okay. Sehr gut. Und Odizuka, guten Abend. Willkommen im Stream. So. Den Helm hätte ich ganz gerne, danke. Die Musik war hier vorher eigentlich nicht die ganze Zeit so. Das ist sehr merkwürdig. Und ich springe einfach drüber. Warum auch nicht? Ich denke, ich habe jetzt alle Schlüssel, die ich brauche. Schau mal. Wie geht's? Mir geht's gut. Und ich hoffe, dir auch. Und Flo mit einer Zuschauerserie von 15. Vielen, vielen, vielen Dank. Und willkommen im Stream. Okay, ich hoffe, hier gibt es 3 Leben. Für den extra Schlüssel. Nee. Aber diesen Cock-Typen. Oh mein Gott. Okay. Er gibt mir doch 3 Leben, oder? Ja gut, 2, aber das passt. Okay, nice. Sehr schön. Ja, war ein gutes Level, oder? War schon ein cooles Level, ja. Man konnte es zwar leider nicht schießen, aber an sich ist das ja eigentlich besser so, ne? Aber ein gutes Level, Rekord. Warum auch nicht? Sehr gut. So kann's weitergehen. Sehr schön. Und wir haben wieder 10 Level geschafft.